senegalesische Trommelgruppe Diapo, die uns bei diesen frostigen Temperaturen schön einheizt. Noch näher dran? Okay. Geht so? Hören Sie mich? Also, herzlichen Dank. Herzlich willkommen, liebe Friedensfreunde, hier in Fürstenfeldbruck. Ich grüße Sie ganz herzlich und freue mich, dass Sie doch relativ zahlreich gekommen sind, obwohl es jetzt endlich ernst wird mit dem Winter. Wir sind heute hier, um trotz des Wetters ein sehr heißes Thema dazu Stellung zu beziehen und zu sagen und zu zeigen und dafür laut zu werden, dass wir gegen Kriege sind, dass Bomben keinen Frieden schaffen und dass wir gegen Auslandseinsätze der Bundeswehr sind und gegen Rüstungsexporte. Also herzlich willkommen, ich freue mich, dass Sie da sind. Mein Name ist Renate Schiefer, ich bin eine der Mitbegründerinnen der Antikriegsinitiative Fürstenfeldbruck. Ich bin auch Sprecherin der Partei Die Linke, Kreisverband Amper, das ist der Zusammenschluss von Fürstenfeldbruck und Dachau. Aber ich bin jetzt in der Funktion Antikriegsinitiative. Diese Initiative, ein paar Worte dazu, hat sich schnell und spontan im Dezember gegründet, als innerhalb einer Woche der Auslandseinsatz in Syrien der Bundeswehr durchs Parlament gepeitscht wurde. Und da haben wir schnell zwei Kundgebungen am 3. und am 19. Dezember veranstaltet und sind jetzt glücklich, dass zu unserer dritten Aktion noch deutlich mehr Leute schon da sind. Wir sind ein kleiner Kreis von Organisatoren und wir haben inzwischen aber schon einen breiten Unterstützerkreis gefunden. Ich zähle mal einige auf, aber bitte entschuldigen Sie, wenn es vielleicht nicht so vollständig ist. Sie sehen das alles auf dem Flieger, Flyer. Ja, meist geht irgendwie um Krieg und Tornados und so. Okay. Die Burger Bürgervereinigung, Sozialforum Amper, Fürstenfeldbruck ist Buntlicht Braun, DGB, Kreisverband, Fürstenfeldbruck und GEW, die Gewerkschaften, Kreisverband, Die Linke, Kreisverband Amper, die Josus, Ortsgruppe und das Bündnis 90, die Grünen, die Deutsche Friedensgesellschaft Bayern und noch einige andere. Wir wollen aber gerne noch mehr werden, also jeder, der wirklich ernsthaft und nicht nur als Lippenbekenntnis für den Frieden ist und gegen Krieg, ist willkommen als Institution oder Einzelperson. Ich freue mich, heute Frau Karin Geißler begrüßen zu können, die Bürgermeisterin von Fürstenfeldbruck. Ich werde ihr gleich das, hier, da steht sie, genau. Ich werde gleich das Mikro übergeben, aber vorher möchte ich Sie aufklären, wie wir es heute geplant haben. Wir hören ein Grußwort von Frau Geißler, wir hören eine Rede von Herrn André Hunko, den ich auch herzlich begrüße, da hinten steht er, der Große, Mitglied des Bundestages in der Partei Fraktion Die Linke und Mitglied der Parlamentarischen Versammlung des Europarates und Auslandsexperte. Er wird uns vieles erklären können zu dieser ganzen Kette und dieser schrecklichen langen Reihe von Kriegen, die in Jugoslawien begonnen hat und zwischen in Syrien und in der Türkei und in der Ukraine angekommen ist. Danach, nach der Rede von Herrn Hunko, möchten wir unseren Demonstrationszug starten. Der verläuft über, einmal noch die Innenstadt, dann kommen wir wieder hierher. Laufen Sie bitte nicht weg nach dem Demonstrationszug, wenn Sie es noch irgendwie aushalten können in der Kälte, denn es erwartet Sie noch ein sehr wichtiger und sehr spannender Vortrag von Herrn Çetin Orana, den ich herzlich begrüße, da hinten steht er auch, Münchner Stadtrat. Herr Orana ist kurdischer Herkunft und kann uns sehr eindringlich schildern, was da gerade Schreckliches läuft mit den Kurden in der Türkei. Wir haben nicht nur Diapo als musikalische Unterstützung, sondern auch den Münchner, den bekannten und guten Münchner Attack-Chor zu Gast. Der wird am Ende, nach der Rede von Herrn Hunko, ein paar Lieder singen und am Ende der ganzen Veranstaltung, also nach dem Demonstrationszug, noch einmal. So, jetzt wissen Sie, wie es ungefähr geplant ist. Jetzt übergebe ich gerne das Mikro an Frau Geißler. Ja, liebe Friedensbewegte, sehr geehrte Bürger, Bürgerinnen unserer Stadt und auch aus den Nachbargemeinden, die teilweise den Weg hierher gefunden haben. Ich freue mich genauso wie meine Vorrednerin,
dass heute doch einige Bürgerinnen mehr gekommen sind, als es noch im Dezember war. Und begrüße Sie hier recht herzlich als dritte Bürgermeisterin unserer Stadt. Ich kann vielleicht nicht im Namen der ganzen Stadt sprechen, aber auf jeden Fall auch im Namen von Klaus Pleil, von unserem Oberbürgermeister, der ja auch heute hier ist und mit an der Seite dort steht. Im August 2014 ist unser Oberbürgermeister dem Städtebündnis Mayors for Peace, Bürgermeister für den Frieden, beigetreten. Das Bündnis wurde schon 1982 vom damaligen Bürgermeister von Hiroshima ins Leben gerufen. Ihr Ziel ist die Förderung des Friedens, insbesondere mit dem Hintergrund von Hiroshima und Nagasaki, die Abrüstung aller Atomwaffen weltweit. Seither sind über 6.700 Städte in 134 Ländern und davon 455 in Deutschland diesem Netzwerk beigetreten. Auch wenn das Hauptanliegen dieses Bündnisses eine Nuklearwaffenkonvention und eine atomwaffenfreie Welt ist, so kann man ganz sicher ein Motto verallgemeinern. Städte sind keine Ziele. Wobei mit Städten hier auch alle Flächen gemeint sind, wo Bürgerinnen und Bürger, wo Menschen leben. Seit 9/11 und dem von Präsident Bush ausgerufenen Krieg gegen den Terror, den auch Obama ja nicht beendet hat, haben die USA in 7 Staaten der islamischen Welt militärisch eingegriffen. In Afghanistan, in dem Irak, in Somalia, Jemen, Pakistan, Libyen und jetzt in Syrien. Und überall haben sie nur eins geschafft, dass der Zerfall ganzer Staaten ausgelöst oder vorangetrieben wurde. Dass radikale islamische Bewegungen erstarkt sind, wie die Taliban, wie Al-Qaida oder der Islamische Staat. Man kann im Prinzip sagen, der Westen schafft sich seine terroristische Bedrohung zum großen Teil selbst. Die vielen Flüchtlinge und die Terroranschläge von Paris und Istanbul bringen uns hier in Deutschland die Kriege näher. Ich habe das Gefühl, dass unser Selbstverständnis, dass wir im Frieden leben können, langsam bröckelt und damit vielleicht auch eine gewisse Furcht verbunden ist. Geopolitische Machtansprüche sind sicher ein Teil der Kriegsursachen und nicht zu vergessen ist, Kriege rechnen sich. Nicht für uns, aber die Aktienkurse von Rüstungskonzernen haben sich in den letzten 4 Jahren verdoppelt und verdreifacht. Auf die Ursachen von Kriegen werden sicher die nachfolgenden Redner noch weiter eingehen. Ich erinnere mich, dass wir vor vielen Jahren am Beginn des Afghanistan-Krieges hier auch eine Demonstration veranstaltet haben. Und es ist in gewisser Weise traurig, dass wir jetzt wieder sagen müssen, nein, stoppt den Krieg in Syrien. Die Beteiligung der Bundesrepublik ist völkerrechtswidrig und falsch. Kriege sind keine Mittel zur Lösung von Konflikten. Sie führen zu Not und Elend, zu noch mehr Flüchtlingen und noch mehr Terror. Was singt ein Attackchor? Was denken Sie? Die Internationale, genau. Deshalb singen wir jetzt 6-mal hintereinander die Internationale. Nein. Gut, nicht, wir singen nicht die Internationale, erfahre ich soeben. Wir beginnen mit einem Lied, das wir im Auftrag des Verfassungsschutzes singen. Es handelt sich um ein attraktives Stellenangebot in 3 Strophen. Anforderungen werden so gut wie keine gestellt. In 2 weiteren Strophen des ersten Liedes rufen wir Sie im Namen besorgter, missverstandener Lügenfressen dazu auf, montags den beleidigten Leberwürsten gegen die Salamisierung des Abendbrotes zu folgen. Wenn es wie immer heißt, wir sind keine Nazis, aber man wird doch wohl noch mal unter Polizeischutz gegen Fremde hetzen dürfen. Auch hier gibt es keine Anforderungen an Interessierte. Bevor es losgeht, dennoch ein kleiner Geschicklichkeitstest, den wir in einigen unserer Liedtextblätter eingebaut haben.
Ich hätte gerne, damit wir Ihnen ein bisschen dabei helfen, einen ganz dummen aus dem Chor bei mir vorne. Gibt's da jemanden? Ja, das kann ich machen. Gut, wunderbar. Aufschlagen. Aufschlagen. Er ist falsch rum. Wird er es schaffen? Na, fast. Aha. So. Wenn Sie also so einen Liedtext auch vor sich haben, machen Sie es wie unser kluger Sigmund. Wenn Sie diesen Text erfolgreich bestehen, können Sie mitsingen oder zumindest mitlesen.